Herzlich willkommen, meine lieben Pokémon-Freunde! Wir sind immer noch auf der Zinnoberinsel, aber das Ganze wird sich nun ändern. Denn ich weiß, wir könnten eigentlich ja ganz chillig nach Alabastia zurückfliegen. Denn ich meine, wir können es ja. Aber sind wir mal ehrlich, das ist doch irgendwie ein bisschen langweilig. Wir wollen die Route 21 nach oben gleiten, mit unserem Relaxo schön auf den Bauch setzen. Und nach oben schwimmen und natürlich noch ein paar Trainerkämpfe mitnehmen. Ein paar haben wir noch, ist aber auch gerade so eine Handvoll, ja. Der nimmt an den Triathlon teil. Ja, mach aber nicht bei dem Coyote aus GTA mit, da brichst du dir alle Finger. Und ja, ich dachte mir auf jeden Fall wäre das sinnvoll, wenn wir hier noch ein bisschen unsere Pokémon trainieren. Haben wir ja gesagt, ich möchte meine Pokémon bis zu den Top 4 auf jeden Fall auf das Niveau von Arctos und Zapdos bringen. Und nachdem Kikli sehr weit zurückliegt, wird der hier jetzt erst einmal nach oben gehen und hier die Wasser-Pokémon versuchen zu besiegen. Mal schauen, wie weit er es schaffen wird. Jetzt schläft er. Sieht nicht gut aus. Alter, wie lange schläft er denn? Ja, und schon werde ich mit Kikli wahrscheinlich gar nicht so viel machen können. Der einzige Riesenvorteil an Kikli ist, dass dieser Doppelkick eigentlich recht cool ist. Seemon wird er wahrscheinlich gar nicht mehr packen, oder? Aber wie knapp! So, Sprungkick muss es besiegen. Heilige Scheiße, das war wirklich knapp. Kikli aber trotzdem gut gemacht. Schön überlebt. Dann kommt mal Relaxonetz nach vorne. Und wir schwimmen weiter gen Norden, zurück in die Heimat, nach Alabastia. Er hat alle Pokémon auf See gefangen, hast nur eins, aber immerhin, starke Starmie. Das kriegt doch direkt mal eine Kopfnuss. Na, was anderes macht eh keinen Sinn, weder Feuer noch Wasser. Und damit wäre Härtner! Wir wollen Relaxo will Härtner lernen. Machen wir aber nicht. So. Das gute Relaxo, das hat hier wirklich sehr stark gemacht. Kopfnuss killt eh alle. So, ich bleib auf dem Wasser, damit ich hier nicht nochmal ausrüsten anklicken muss. Leiste mir Gesellschaft, bis etwas anbeißt. Angler möchte kämpfen. Mit einem Gold King. Ja, mit Relaxo werde ich auch nicht allzu lange machen können, weil ich halt hier viel zu wenig AP habe. Und der Rest leider ja von Attacken her nicht so das Wahre ist. Aber ich denke mal, ein bisschen dürfte es noch gehen. Oh, die Verwirrung. Nicht mehr verwirrt. Komm schon. Wow. Wow. Auch eine sehr knappe Kiste. Uiuiuiuiui. Jetzt muss ich mir schon fast überlegen, ob ich nicht vielleicht doch nochmal ganz kurz umbaue. Und mit Zapdos. Ja genau, ich kann hier einfach zurückfliegen, hinfliegen, aber das machen wir nicht. Ja, ich heile, weil es nützt nichts, dass ich jetzt also wieder zurückwechsel auf die starken Pokémon. Ich muss einfach die Chance nutzen, hier die zurückliegenden Pokémon hier zu trainieren. Klar, auf der Siegestraße und so weiter haben wir natürlich sowieso noch viel Zeit, das ist klar. Aber ich meine, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir die Chance auch nutzen. So, gehen wir ein bisschen weiter nach oben. So, Tentacha. Der Level 5, dass es überhaupt wagt. Ja, 15 macht es auch nicht besser. Ich speede mal ein bisschen nach oben, weil... Ah, da haben wir es. Da haben wir doch schon den nächsten, so wollte ich das haben. So, Tentacha, die Attacke ist nicht sehr effektiv, aber trotzdem irgendwie... sehr stark, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Ja, also Kikli sollte man nicht unterschätzen. Oh, nochmal ein Doppelkick. Ah, das reicht leider nicht. Ja gut, ist auch ein Tentoxa. Das ist dann schon etwas anders. Das war unter der Gürtellinie. Nee, fand ich jetzt eigentlich nicht. So, Seemon. Ja, da war... das passt eigentlich schon. Kikli macht das recht gut. Hier ist halt immer nur das Problem... dass Tentoxa halt aufgrund der Tatsache, dass es nicht effektiv ist, das recht gut immer überlebt. Woo! Aber Kikli macht es und kommt dann auch auf Level 41. Wunderbar. So, und jetzt wieder selbes Spiel. Zurückwechseln auf Relaxo und ab nach oben. So, jetzt sind wir gleich in Alabastia. Hier nochmal ein kleiner Steg, wo die Angler sind.
Oh, er hat nicht wirklich jetzt 6 Carpadors, oder? Oh, er zieht's durch. Er zieht's durch. Wer hat denn bitte ein Team, das besteht aus 6 Carpadors auf Level 27? Kommt wenigstens am Ende noch ein Garados? Nee. Na gut, so kriege ich wenigstens, auch wenn sich's fast ein bisschen zieht, auf die Schnelle viele Erfahrungspunkte. Der kommt mal wenigstens mit einem Goldking um die Ecke. Kommt dann auch mit einem Goldini. 3 Goldkings, der Typ, ey. So. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen Gras, wilde Pokémon, ein Tauboga. Hat mir einfach weggeweht. Weht mich hier ein Tauboga weg. Und dann kommt ein Taubsi danach. Boah, das sind so wenig Erfahrungspunkte, die du da kriegst. Ich glaube, 180 habe ich da gerade gelesen. Ein Tangela. Oh, da macht natürlich Feuersturm Sinn. Bäm. Feuersturm, richtig zerrissen, dieses Tangela. 664 Erfahrungspunkte geht ja schon fast, aber zum Trainieren reicht es leider nicht. Deswegen ab auf Relaxo und zack, wir sind wieder zurück. Wir sind wieder in der Heimat. Wir können sogar Professor Eich Hallo sagen. Hallo Professor Eich. Ich freue mich, dich zu sehen. Was macht dein Pokédex? Zeig doch mal her. In deinem Pokédex steht... Gesehen 118, Besitz 26. Bewertung, du benötigst noch weitere. Fang also die verschiedensten Pokémon. Ja, vielen Dank für diese Information. Das wusste ich auch selbst. Aber das ist jetzt egal. So, oh, ab nach Hause. Hallo Mama. Ash, du solltest eine kurze Pause einlegen. Ding, 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 ding. Sehr gut, du und deine Pokémon sehen großartig aus. Achte auf dich. Au, oh, und tschüss, Mama. So einfach geht das. Und jetzt sind wir richtig faul und fliegen einfach schnell nach Vatania City hoch. Da, achso, ich brauche ja gar nicht heilen. Das haben wir ja gerade erledigt. Und jetzt geht es ab in die letzte Arena, meine lieben Freunde. Ja, ich glaube, ich mache mir da ein leichtes Spiel und setze einfach wieder Turtok nach vorne. Ja, der sollte das eigentlich easy going dann hier schaffen. Denn in Vatania City ist etwas passiert. Diese Arena, die wir als allererstes gesehen haben, die ist wieder eröffnet. Das gibt's ja kaum mal, oder? Aber ja, der Arenaleiter von Vatania City ist zurück. Und ihr werdet nicht glauben, wer hier wieder zurück ist. Oh, hier gibt's sogar Items. Ein Beleber, ja. Und hier gibt's eine Menge Pokémon-Trainer, denn... Der Arena-Leiter hat hier ein Turnier ausgerufen. Und ja, schau mal. Pokémon-Arena-Leitung Giovanni. Ja, kaum zu glauben, oder? Der Mann, der mit Team Rocket die Weltherrschaft wollte, ist tatsächlich hier der Arena-Leiter. So, gut, dass ich hier speeden kann, sonst würde das ewig dauern. Guten Tag, ich bin der Karate-König. Ich habe... Also ja, ich besiegle dein Schicksal. Achso, okay. Aber hier sind eigentlich noch gar nicht so die richtigen Pokémon, die ich erwarte. Das heißt, eigentlich muss ich dann doch nochmal die Chance nutzen. Und hier andere Pokémon trainieren, solange ich nicht bei Giovanni direkt bin. Das glaube ich, werde ich auch machen. Schauen wir mal, ob Kikli hier eine Chance hat. So, hier bin ich also schon mal falsch. Hier passiert nichts. Ich nehme jetzt natürlich, versuche jetzt jeden Trainer mitzunehmen. So langsam geht dir die Luft aus. Trainer möchte kämpfen. Nee, eigentlich nicht. Oh, aber hier, glaube ich, habe ich auch riesen Nachteil. Ja. Oder? Nö. Geht eigentlich. Das geht eigentlich. Oh, schau mal an. Hat er es aber gewonnen-hittet mit seinem Doppelkick. Ah, nicht schlecht. Oh, Kikli macht sich hier gar nicht mal so verkehrt. Schau mal an, Level 42. Ja, das gefällt mir sogar relativ gut. Hat er noch kein... Jetzt hat er ein Problem wegen... Oh, boah, 43? Oh. Das... Moment mal, Kampf auf Gestein, auf Boden-Pokémon effektiv? Dann brauche ich ja gar keinen... gar kein Turtok. Oh, dann kann Kikli hier ganz schön krass trainieren. Ist ja das seine Arena quasi.
Na, die Chance nutzen wir auf jeden Fall. Der Stil zeichnet einen großen Kämpfer aus, ja. Oh, dann wird Kikli ja hier die Bude rocken wie Sau. Sehr geil, das gefällt mir. So, also, wir haben hier so ein kleines Labyrinth, sag ich mal. Oh, da ist er ja schon. Guck mal, da oben ist Giovanni. Das ging ja schnell. Ich wollte eigentlich noch die restlichen Trainer machen. Werde ich auch machen, also das lassen wir jetzt nicht nehmen. Ah, hier ist es aber nicht sehr effektiv, ne? Dann ist wieder schlecht. Ja, weil Nidoking... Oh, Nidoking wird mich doch übelst... Ja, das dachte ich mir schon fast. Nee, da wechsle ich mal lieber. Auf Arktos. Und der wird mit Eisstrahl das Ding dann beenden. Also, hier ist Giovanni. Das ist aber noch nicht das, was ich natürlich möchte. Ich möchte das Ganze etwas anders gestalten. So, das heißt, ich muss jetzt erst nochmal ins Pokémon Center und meinen Kikli hochheilen. So. Dann kann Kikli die ersten Kämpfe machen und dann wechsle ich auf Turtok, weil Giovanni kenne ich noch. Ich weiß noch, was der hat. Ich werde den Tag nie vergessen, wie ich als kleiner Junge endlich bei Giovanni war und ich war so fertig mit den Nerven, weil der war, wenn man jetzt nicht so hart trainiert, ist der echt richtig hart. Richtig schwierig. Vor allem, wenn du dich fürs falsche Pokémon am Anfang entscheidest, kann das durchaus etwas schwieriger werden. Paralysiert, das hält Kikli nicht auf. Oder doch? Scheiße. Komm schon. Jawohl. Und 43. Energiefokus. Nee. So, und noch Tauros. Möchte ich ja wechseln mit Paralyse, werden wir nicht weit kommen. Sollen lieber noch ein bisschen Relaxo trainieren. Der wird einmal mit einer Kopfnuss das Ding schon machen. Domteur. Ja, jetzt ist die Frage. Kikli? Ja, nee. Oh, ich sitze hier jetzt erstmal fest. Alles klar, ich komme hier nicht weg. Dann bin ich doch so bequem und heile meinen Kikli einfach schnell hoch. Alles klar. Weil dann kann ich nämlich Kikli hier locker auf 45 bringen. Das ist richtig gut. So, hier geht's nur noch zurück und hier waren wir schon. Ach, das war's! Das war's. Das waren alle Trainer. Na, dann gehe ich jetzt trotzdem nochmal heilen vor Giovanni. Sicher ist sicher, sag ich mal, in dem Bezug. Ja, man glaubt es ja kaum, ne? Also Giovanni, ja, wir waren es immerhin, der die seine Pläne beim Mondberg zerrissen haben, in Prismania City, auch noch in Safronia City. Ja, und nachdem er eingesehen hat, dass seine Schreckensherrschaft irgendwie nicht so funktioniert, hat er sich zur Ruhe gesetzt und hat seinen Posten als Arenaleiter in Vitania City wieder angenommen. Und ja, unglaublich, dass ausgerechnet der böse Mann hier der letzte Arenaleiter ist. Aber wir stehen ihm jetzt gegenüber und ich liebe jetzt das, was gleich passiert. Giovanni ist einfach so ein geiler Gegner. Let's do this. Haha, willkommen in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich das Team Rocket wieder auferstehen lassen. Aber du hast mich schon wieder raufgespürt. Also gut, dieses Mal kenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer, fördere Revanche.